für 7 Minuten das Wort zur Einbringung. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, uns alle eint der Gedanke, dass Politik vom Gedanken der Nachhaltigkeit getragen werden soll. Nachhaltigkeit, das heißt ein Zieldreieck aus Wirtschaft, Sozialem und Umwelt. Und wir alle wissen, man kann zwar viel wirtschaften und kann auch sozial was verteilen, aber die Basis von allem ist die Umwelt in diesem Zieldreieck. Und deswegen wissen wir, Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts. Und wir Grünen, wir sind die Partei im politischen Spielfeld, die sich genau der Umwelt, dem Naturschutz und dem Klimaschutz annimmt. Und das wie keine zweite. Und deswegen wollen wir als Grüne auch nach wie vor den Umwelt-, den Naturschutz in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns stellen. Und wir wollen uns diese Hauptfrage angehen, die dort im Moment am meisten brennt, nämlich dem Erhalt unserer biologischen Vielfalt, dem Erhalt unseres Artenschutzes. Denn das ist für uns die Voraussetzung, dass wir überhaupt nachhaltig weiter handeln können und auch Wirtschaft und Soziales überhaupt weiter funktionieren können. Und da sind wir auch ganz nah dran, unverändert, genau an unseren Wurzeln. Deswegen haben wir uns gegründet und deswegen haben wir uns mal die Grünen genannt und seit den 90er Jahren eben Bündnis 90, die Grünen. Und wir stellen fest, nicht nur in Sachsen, aber hier auch ganz besonders 30 Jahre Regierung der CDU auf diesem Bereich völlig ambitionslos. Und da hat sich auch nichts geändert in Koalitionen mit der SPD. Und diese komplette Ambitionslosigkeit lässt sich nur dadurch erklären, dass dort einfach auch dieses Grundverständnis für die Bedeutung der Umwelt im Thema der Nachhaltigkeit völlig abhanden gekommen ist oder nie vorhanden war. Und deswegen unser Programm. Und wenn ihr es euch anguckt, wir haben eine Fülle von Maßnahmen, mit denen wir den Artenschutz in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir haben Bausteine wie etwa das Biosphärenreservat Elbe, was wir erweitern wollen, was in ganz Deutschland an allen Elbe-Anrainerländern ist, nur nicht in Sachsen, weil man dort denkt, das wäre ein Wirtschaftshindernis. Wir wollen den kommunalen Baumschutz endlich wieder einführen, den CDU und FDP gemeinsam abgesägt haben. Wir wollen unseren Flüssen endlich wieder Raum geben. Wir wollen unsere Auen entwickeln und ein Deichrückverlegungsprogramm durchführen. Wir wollen ein Netz von geschützten Lebensräumen errichten, in dem sich Arten einfach entfalten können, in dem es einen regelrechten Verbund von Lebensräumen gibt. Wir müssen auch dem Flächenfraß entgegentreten, denn obwohl in Sachsen seit den 90er Jahren die Bevölkerung kontinuierlich zurückgegangen ist, steigt gleichzeitig der Flächenverbrauch. Und wir sind aktuell immer noch bei 6 Fußballfeldern täglich, die hier dem Flächenfraß zum Opfer fallen. 9 Straßen, 9 Gewerbegebieten, irgendwo draußen auf der grünen Wiese, dem muss Einhalt geboten werden. Und deswegen wollen wir, dass dieser Flächenfraß in Sachsen auf 0 Hektar pro Tag zurückgeführt wird. Und wir brauchen auch eine ganz fundamentale Wende in der Landwirtschaftspolitik. Wir stecken dort drin in einer, man muss sagen, nicht aufwärts, sondern Abwärtsspirale aus immer mehr und immer billiger. Aber wir wissen, unsere Ressourcen sind endlich und eben genau auch in der freien Landschaft. Die Hälfte des Landes sind Landwirtschaftsflächen. Und wir brauchen eine regelrechte Pestizidreduktionsstrategie. Wir wollen das schaffen, dass wir bis 2030 den Einsatz von Ackergiften mindestens halbieren. Wir wollen, dass der Tierschutz in der Nutztierhaltung endlich eine ganz zentrale Rolle spielt und nicht irgendwie was Nettes ist, was man nebenher mitmachen kann, sondern wenn wir Tiere halten, dann so, dass es auch mit ethischen Maßstäben vertretbar ist. Wir wollen auch, dass man in der Landwirtschaft auch davon leben kann und wir nicht nur billigst in Menge für ganz wenige Leute dort was dozieren, sondern wir wollen, dass auch regionale Wertschöpfungsketten endlich ordentlich gestärkt werden. Und das Potenzial ist da. Und auch hier merken wir auch im Gespräch mit Landwirtschaftsbetrieben, dort weiß man, dass sich was ändern muss. Dort weiß man, dass es nicht immer weitergeht mit immer mehr Gift auf dem Acker und dass man die Tiere nicht immer mehr ausbeuten kann. Aber wo nichts kommt, ist von Seiten der Landesregierung. Die tut so, als würde es all diese Entwicklungen, diese Bedürfnisse nicht geben und hier braucht es eine ganz, ganz deutliche Änderung, einen Wandel und ich glaube, in Sachsen können nur wir Grüne dafür einstehen, dass es dazu kommt. Und genauso der Umgang mit den Ressourcen ist auch ein Thema im Müll und im Abfall.
Es ist doch völlig klar, dass wir nicht immer so weitermachen können, dass wir nicht Ressourcen irgendwo plündern können und das Ganze dann als Müll landen lassen können, dass wir das nicht nur verbrennen können, sondern dass wir wirklich zu einer regelrechten Kreislaufwirtschaft kommen, wie sie ja eigentlich auch in dem entsprechenden Gesetz drin steht, und dass wir vor allen Dingen auch weniger von diesem ganzen Müll überhaupt das produzieren. Und dazu braucht es eine klare Strategie Richtung Zero Waste. Und auch das haben nur wir Grüne auf dem Programm. Und ein weiterer Punkt, wo man es gar nicht für möglich halten kann, wie ambitionslos eigentlich eine Staatsregierung sein kann, das ist der ganze Bereich der Mobilität. Da gibt es zwar Verkehrspolitiker, die sich aber eigentlich nur als Straßenbau-, Autofahrermöglichungspolitiker verstehen, und eigentlich hat das nichts mit Mobilität zu tun, wie Menschen vom Fußgänger über den Radfahrer, auch ein Autofahrer, Bahnfahrer überhaupt sich bewegen können. Deswegen stehen wir Grüne ein, auch mit unserem Programm, für eine Mobilitätsgarantie. Wir wollen, dass wirklich jeder in diesem Land, unabhängig von seinem Alter, seiner Gesundheit, unabhängig von seinem Geldbeutel, einfach mobil sein kann, sich überall sicher bewegen kann draußen, und das geht nur mit einer Mobilitätsgarantie, die auch die ganzen unterschiedlichen Verkehrsträger entsprechend stärkt, angefangen einfach beim Fußgänger, beim Menschen und eben nicht beim Auto, wie es bei der CDU der Fall ist. Und dazu brauchen wir auch wirklich eine Angebotsausweitung im Land mit einem ganz starken Schienenverkehr als dem Rückgrat der Mobilität in Stadt und Land, angehängt mit einem Busverkehr und all den anderen Radwegepolitik. Wir haben es ausführlich in unserem Programm drin. Und das ist gleichzeitig auch ein Beitrag zu einer gesunden Stadtentwicklungspolitik, weil das nämlich ein Umgang ist mit Schadstoffen in der Luft, mit auch Gefährlichkeit und auch regionale Entwicklung, wie wir unsere Dörfer wirklich wieder anschließen an die großen Metropolen. Und wenn man diese Punkte hört, denkt man eigentlich kann man doch gar nichts anderes politisch verlangen oder dafür eintreten wollen. Und gleichwohl hören wir diese Tage wieder diesen großen Vorwurf, wir Grünen seien eigentlich Ideologen. Mit uns könne man eigentlich gar nicht normal reden. Und auch gerade von Seiten der CDU wird das wieder durchs Land getragen. Aber da frage ich mich, wenn der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, wenn die Garantie von Mobilität für die Menschen, wenn das dafür eintreten, dass Lebensmittel gesund, vernünftig erzeugt werden, wenn das Ideologie sein soll, na, dann müssen wir vielleicht Ideologen sein, wenn das dann der richtige Begriff ist. Aber ich glaube vielmehr, die CDU ist eigentlich der Ideologe, weil ihr dazu nämlich nichts einfällt, eigentlich als einfach nur die Leute, die dafür eintreten, hier sinnlos zu beschimpfen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche uns gute Diskussionen jetzt gleich zu diesem Programmteil. Und auch ich, liebe Katja, bin sehr zuversichtlich, dass wir hier mit einem zukunftsgerichteten, frohen Programm in diesen Landtagswahl gehen. Danke euch. Applaus